Bevor wir nun den Text gestalten, müssen wir ihn zuerst etwas korrigieren und Inhalte löschen, die eben nicht reingehören. Hierzu zoome ich ein bisschen ran auf 200%. Und ja, hier musst du vielleicht dann mit der Vorlage, mit dem PDF vergleichen, was wirklich reingehört oder und was nicht. Hier haben wir die Bildunterschrift Parvati mit Ganesha, das löschen wir. Das ist dann dieser Einleitungstext, aber diese Klammerbemerkung, die können wir uns eigentlich auch sparen. Ebenso diese Klammer hier. Dann das Inhaltsverzeichnis bis und mit Quellen, das wird alles gelöscht. Hingegen vor Ikonografie gibt es eine Zeilenschaltung. Dieses Bearbeiten löschen wir. Und der Text kommt gleich anschließend an diesen Titel. Ich überstreiche alle diese Zeilenschaltungen und ersetze sie durch einen Rückwärtsschritt. Genauso beim Mythos einen Abstand gegen oben und keinen gegen unten. Das Bearbeiten kommt weg. Und noch im letzten Zwischentitel Bedeutung 1 nach unten und den Text direkt anschließend. So. Jetzt ist der Text soweit gesäubert. Jetzt geht es um die Formatierung. Ich wähle generell jetzt eine andere Schrift mit Befehl A, wird der ganze Text ausgewählt und ich wähle hier jetzt mal die Arial, obwohl die mir nicht gefällt, aber sie hat halt den Vorteil, dass sie auf allen Computern installiert ist. Wenn du also zu Hause daran weiterarbeiten möchtest, so wäre das wahrscheinlich trotzdem die ideale Schrift. Ich persönlich bevorzuge eine elegantere Schrift, zum Beispiel die Helvetica oder die Gilson. Die Schriftgröße nehmen wir 10 und den Titel aber, den machen wir größer, der ist 18 Punkt und fett. Mit Befehl B machen wir etwas fett. Dann den Abstand zum Rest erhöhen wir etwas. Hier schreiben wir noch die Quelle und diese Quellenangabe, die soll kursiv sein. Das lösen wir mit diesem Button oder eben Befehl I. Der Lead, dieser Einleitungstext, der soll sich vom restlichen Text abheben. Deshalb machen wir ihn fett, Befehl B und kursiv Befehl I. Dann die Überschriften jeweils, die sind 11 Punkt und fett und haben gegen unten einen Abstand von 6 Punkten. Damit wir jetzt das nicht jedes Mal von Hand einstellen müssen, nehme ich dieses Formatierungsübertragungswerkzeug, diesen Pinsel und übertrage es auf den Text im unteren Bereich und gleich nochmals für den dritten Untertitel. Den Text hingegen, den müssen wir noch etwas luftiger machen. Ich überfahre ihn und wähle für den Zeilenabstand 1,15. 1,2 wäre ja eigentlich perfekt, aber das soll auch reichen. Auch hier, anstatt dass wir das jedes Mal von Hand machen, mit einem Doppelklick wird das Formatübertragungswerkzeug festgelegt und ich kann bequem weitere Texte mit dieser Formatierung versehen. So, der Text ist nun etwas luftiger und wir sind soweit bereit, um eben jetzt mit dem Layout zu beginnen. Das heißt also, wir können Spalten festlegen und eben die Ausrichtung des Textes noch definieren.